Das Mainzer Medieninstitut, eine national und sogar international anerkannte und renommierte wissenschaftliche Forschungseinrichtung auf dem Gebiet des Medienrechts in Deutschland. Das Mainzer Medieninstitut steht seit über 2 Jahrzehnten an dem großen und wichtigen Medienstandort Mainz und Rheinland-Pfalz für gute Ausbildung, für Beratung und für Forschung. Wir sind zunächst ein wissenschaftliches Institut in wissenschaftlicher Unabhängigkeit. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist Forschungstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften. Ganz wichtig ist auch der Wissenstransfer, der hinzukommt, der im Wesentlichen durch Veranstaltungen, die wir regelmäßig durchführen, mehrere im Jahr, stattfindet. Beispielsweise das Mainz Media Forum oder die Mainzer Mediengespräche. Auch in Brüssel findet eine solche Veranstaltung statt. Schließlich beraten wir Unternehmen, Medienpolitik, Verbände in Form von Rechtsgutachten, in Form von sachverständigen Anhörungen und Stellungnahmen etwa der Parlamente in Bund und Ländern. Der Masterstudiengang erweitert und vertieft Kenntnisse, die die Universität in dieser Breite und Tiefe noch nicht leisten kann und ist deswegen eine ganz wichtige Zusatzausbildung. Heute haben wir eine sehr viel pluralistischere Situation mit sozialen Medien, mit Laienjournalismus, insbesondere natürlich im Internet, in den großen Netzwerken. Und wie gelingt es uns, auf diesen Plattformen auch die Public-Value-Inhalte, die wertvollen Qualitätsjournalismus-recherchierten Inhalte auch rüberzubringen? Und hier brauchen wir Medienregulierung, hier brauchen wir klare Leitplanken. Die Meinungs- und die Medienfreiheit gehören zu den wichtigsten Grundrechten und Freiheitsrechten und damit zur rechtsstaatlichen Demokratie elementar dazu. Sie sind Voraussetzungen funktionierender Demokratie. Mainz, das ist ein Medienstandort mit absoluter Zukunft und mit großer Vergangenheit. Das Mainzer Medieninstitut, das ist quasi nochmal das Sahnehäubchen obendrauf, weil hier ganz exzellente Forschung und hochqualitative Ausbildung eben betrieben wird.